Willkommen bei unserer Solvion Quick Video Serie, dem schnellen Wissen für zwischendurch. Diesmal zum Thema: Wie starte ich mit Skype for Business? Der erste Überblick über die wichtigsten Funktionen. Skype for Business ist ein effizientes Medium, um sich schnell mit Kollegen und Geschäftspartnern zu vernetzen und bietet ihnen zahlreiche Möglichkeiten der Kommunikation. In Ihrer Kontaktliste haben Sie die Möglichkeit, mit einem Blick den Präsenzstatus Ihrer Kollegen zu sehen. Über den Kontakt können die wichtigsten Aktionen wie Chat, Telefonie, Video oder auch eine Meeting-Organisation direkt gestartet werden. Wählen Sie zum Beispiel das Chat-Symbol, können Sie dem Kollegen eine Nachricht schreiben. Auch Dateien können via Drag and Drop problemlos und schnell in die Kommunikation eingefügt werden. Es kommt vor, dass sich Themen besser im direkten Gespräch klären lassen. Deshalb besteht die Möglichkeit, direkt aus einem Chat ein Telefonat zu starten. Auch der Wechsel zur Videotelefonie ist jederzeit über die Videoschaltfläche möglich. Mit nur einem Klick können Sie mit Ihrem Gesprächspartner Ihren Desktop teilen. Einerseits, um Dokumente besser besprechen zu können, andererseits können Sie ihm auch die Freigabe erteilen, auf Ihrem Desktop zu arbeiten. Durch einen Doppelklick auf den Kalendereintrag sind Sie bereits beim jeweiligen Meeting dabei. Sie möchten sich Notizen machen? Öffnen Sie OneNote und kein besprochenes Detail wird vergessen. Benötigen Sie während eines Telefonates einen weiteren Kollegen, kann auch dieser via Drag and Drop einfach eingeladen werden. In diesem Video haben Sie einen Überblick über die wichtigsten Funktionen von Skype for Business erhalten. Es hat uns gefreut, Sie in die Welt von Skype for Business mitzunehmen.